Leute, begleitet mich heute mal auf ein Footballspiel der besonderen Art. Die Washington Commanders gegen die San Francisco 49ers. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann schaut euch das Video an, den kleinen Vlog. Hier ist die Hölle los im wahrscheinlich ausverkauften FedEx Field in Washington. Bang! Einen wunderschönen Silvestermorgen aus Washington DC. Ich werde heute mit euch zu einem Footballspiel gehen. Und zwar die Washington Commanders spielen gegen die San Francisco 49ers. Dazu ist zu wissen, dass die Washington Commanders ein echt mieses Footballteam sind und die San Francisco 49ers wirklich richtig gut und eventuell sogar ein bisschen so Geheimfavorit auf den Super Bowl. Wir werden uns das mal angucken. Allerdings ist das Stadion nicht ganz um die Ecke, sondern wir müssen jetzt erstmal anderthalb Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß dahin gehen. Und ihr wundert euch, wo der Ton herkommt. Ihr seht schon, hier habe ich das iPhone. Es gibt einen iPhone-Only-Vlog heute. Und ich habe das iPhone mal mit dem DJI Mic 2 verbunden. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi, einfach leicht und locker zu vloggen. Wie gesagt, iPhone-Only-Vlog heute, so ein bisschen Impressionen aus dem Stadion, ums Stadion rum, was da so abgeht. Ich werde euch mal ein bisschen erzählen, wie ich die Tickets bestellt habe, was die gekostet haben und werde sicherlich auch ein paar Szenen vom Spiel sehen. Und die Halbzeitshow, die New Year's Halbzeitshow soll auch ganz gut werden. Also wie gesagt, jetzt geht es erstmal mit dem Bus runter nach Downtown und dann mit der Metro, beziehungsweise dazwischen esse ich noch einen Burger irgendwo, dann mit der Metro ins Stadion. Also bis gleich. Metrostation angekommen und hier gibt es dann direkt mal freie heiße Schokolade, Free Hot Chocolate von der Metro-Gesellschaft. Und hier gibt es natürlich jede Menge Merchandise-Kram, wie ihr seht. Allerdings gehen wir jetzt erstmal was futtern und wahrscheinlich fällt die Wahl auf Kentucky Fried Chicken natürlich. Das muss ich dann mal kurz wegpiepen. Das erste Mal bei KFC in den USA. Prost! Keine Ahnung, was ich da bestellt habe. Ich glaube, wir haben einen Burger Chicken Box mit Coleslaw und Nuggets. Das sieht ganz anders aus wie bei uns. Aber sieht genauso ungesund aus. Aber gut. Ja, kurzes Fazit zu KFC. Ähnlich wie in Deutschland, die sahen ein bisschen anders aus, die Burger. Ich habe jetzt bezahlt für die Box
$12.99 und jetzt gehen wir hinten, guck mal, blauer Himmel, jetzt gehen wir ins Stadion und dann bin ich mal gespannt. Leute, und da sind wir am FedEx Field, ne? Heute Washington Commanders gegen San Francisco 49ers und ja, so langsam füllt sich auch der Parkplatz hier und wir gehen jetzt aber mal rein und dann schauen wir mal, ob wir ein paar schöne Impressionen für euch filmen können. Übrigens, da gehen knapp 70.000 Leute rein und ich gehe mal davon aus, dass es fast ausverkauft sein wird heute, weil das zweitletzte Spiel der Saison für die Commanders. Commanders gegen die San Francisco 49ers. Mein allererstes Footballspiel, zumindest in den USA. Und gerade laufen unten die Mannschaften ein. Und die Stimmung könnte besser nicht sein. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Washington Commanders nicht gerade die beste Mannschaft in der Football-Liga sind. Aber am Ende des Tages sind die 49ers vielleicht sogar ein Geheimfavorit auf den Super Bowl. Also wie gesagt, lasst euch mal so ein bisschen hier Impressionen für euch filmen und wie gesagt, viel Spaß bei dem Video. Und am Ende, wie gesagt, erzähle ich euch noch ein bisschen was über Karten und wie man hier hinkommt und so weiter. Of our national anthem, performed by American Idol Season 12 Top 20 Female Finalist and International Recording Artist Rachel Hale. Oh, say can you see by the dawn's early light, we're so gay. Steal this.
Also Leute, wenn die Amis irgendwas können, dann können sie Drama und Show und okay. Die Sängerin war ein bisschen schräg am Ende, aber das war schon ein ziemlich geiles Teil, oder? Halbzeit-Fazit, die Boston Commanders halten sich ganz gut, würde ich sagen. Ist ein bisschen laut hier, aber wie auch immer, ein spannendes Spiel und jetzt gehen wir vielleicht gleich noch mal ein kleines Bier trinken. Schluss haben die San Francisco 49ers den entscheidenden Touchdown gemacht. 27-10, recht eng für die Commanders. Und interessanterweise sind ja, glaube ich, mehr 49ers-Fans im Stadion wie die Boston Commanders-Fans. Aber die Stimmung ist trotzdem gut. Und und laut ist es auch. Aber wie gesagt, hat riesen Spaß gemacht. Wir hören uns immer gleich nochmal. Party magic! Darnold kneels on the ball. See you. Ah, die lassen es runterlaufen. Ja, das war's für heute im Boston Commanders Stadion. Die Boston Commanders haben, wieder erwarten nicht gewonnen und da unten geben sich die Mannschaften noch die Hand und ich gehe am Ende jetzt mal noch mal unten, guck mir noch mal, gehe noch mal auf den Balkon raus und lass noch mal hier rausgehen und schauen hier noch mal einfach noch mal hier ins Stadion mit euch rein. Ja, hier. Ja. Ist schon eine ziemlich geile Kulisse, muss man sagen. Und wie gesagt, ein Ticket hat jetzt gekostet $80. Und die Plätze, gut, die waren ganz oben, aber man konnte einigermaßen gut sehen. Und es hat eigentlich einen riesen Spaß gemacht, hier mal ein Footballspiel live zu sehen. Und vielleicht ja San Francisco, ja, durchaus Chancen, in den Super Bowl zu kommen. Die spielen schon ganz guten Football. Haben wir auch wirklich
spielerisch viel, viel besser gefallen. Aber wie gesagt, eine schöne Sache, sowas kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man in den USA. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das ist auch ein guter Platz für eine Abmoderation, während hier die Fans, hauptsächlich übrigens 49er-Fans, hier, da seht ihr nochmal, also das Stadion war in 49ers-Hand. Wenn die Fans hier abmarschieren, würde ich sagen, das war's mit dem Vlog. Jetzt fahren wir mit der U-Bahn nach Hause, mit dem Bus nach Hause. Da wird es heute Abend noch ein bisschen Glühwein und Bratwürstchen geben zum Silvester, zum Neujahr hier. In Deutschland sind sie ja in 2 Stunden schon dran. Wie gesagt, hat riesen Spaß gemacht. Die Karten haben $80 gekostet und es hat sich am Ende gelohnt, auch wenn es gut frisch ist. Und es echt, echt laut im Stadion war. Ich denke, ich habe ein paar interessante Eindrücke für euch gefangen. Und jetzt auf dem Rückweg auch noch vielleicht ein paar Impressionen. Dann war's das mit dem iPhone-Only-Vlog. Macht's gut, haut rein und tschüss.